In diesem Video wird der Knochenaufbau anhand des SOMSO-Modells QS61 dargestellt und erläutert. Dieses Modell zeigt ein mikroskopisch vergrößertes Keilsegment aus der Kompakte eines Röhrenknochens, welcher sich beispielsweise im menschlichen Oberschenkelknochen finden lässt. Im groben Aufbau lässt sich der Knochen in den kompakten Knochen hier gelblich und den spongiösen Knochen bzw. Schwammknochen hier bläulich eingefärbt aufteilen. Zwischen den Lufträumen, die sich im spongiösen Knochen befinden, liegt eine stützende Struktur, die sogenannte Trabekelstruktur. Diese wird von Blutgefäßen versorgt. Die Membran, die den spongiösen Knochen umgibt, wird als Endost bezeichnet. Das Endost besteht aus einer dünnen Schicht kollagener und retikulärer Fasern. Der kompakte Knochen ist dagegen von einer Knochenhaut, dem sogenannten Periost, umgeben. Die Befestigung des Periosts am Knochen erfolgt dabei durch die sogenannten Sharpey-Fasern, welche im Modell als perforierende Fasern zu sehen sind. Sie bestehen aus dem Strukturprotein Kollagen. Gehen wir nun weiter ins Detail. Hier sehen Sie die funktionelle Einheit des Knochens, das Osteon, auch bekannt als das Haversche System. Die Gesamtheit der Osteone bildet die Kompakte des Knochens. Ein Osteon ist im Idealfall zylindrisch geformt und besitzt einen Durchmesser von ca. 200 Mikrometer und eine Länge von 2,5 mm. In dem Modell ist die Struktur der einzelnen Osteone gut zu erkennen. Jedes Osteon hat einen zentralen Kanal, der Blutgefäße und sogar einen Nerv enthalten kann. Osteone entstehen durch die konzentrische Ablagerung von Knochenschichten. Diese Schichten werden Lamellen genannt und sind kreisförmig um den zentralen Kanal angeordnet. Sie werden daher als konzentrische Lamellen oder Speziallamellen bezeichnet. Im Modell sind die konzentrischen Lamellen noch einmal hervorgehoben. Als Ganzes betrachtet, veranschaulicht das Modell noch eine weitere Lamellenstruktur, die um die Osteone herum verläuft. Diese weiteren Lamellen sind am Ende mit dem Periost verbunden. Sie werden umlaufende Lamellen bzw. Generallamellen genannt. Im Modell sind die umlaufenden Lamellen noch einmal hervorgehoben, was hier gut zu erkennen ist. Hierbei können sowohl äußere als auch innere Generallamellen unterschieden werden. Eine weitere Lamelle wird als interstielle Lamelle, auch kleinflächige Schaltlamelle, bezeichnet. Hierbei handelt es sich um Überreste älterer Osteonen, die abgebaut und recycelt wurden. Da es sich bei einem Knochen um ein lebendes Gewebe handelt, muss dieses auch mit Blut versorgt werden. Die winzig kleinen Strukturen, die im Modell wie kleine Ameisen aussehen, sind die Knochenzellen, die sogenannten Osteozyten. Die Osteozyten liegen in den Hohlräumen der Knochenmatrix, den Lakunen. Die Osteozyten weisen kleine Fortsätze auf. Diese sind über Gap Junctions verbunden und verlaufen in den Knochenkanälchen, den sogenannten Canaliculi. Canaliculi weisen eine haarähnliche Struktur auf und sind winzig kleine Vertiefungen der Osteone. Die wichtigste Funktion der Canaliculi besteht darin, die Osteozyten mit Nährstoffen und Ionen zu versorgen. Dies geschieht dadurch, dass den Blutgefäßen, welche das Blut führen, der Nährstoffaustausch über ein Konzentrationsgefälle ermöglicht wird. Wie bereits erwähnt, besitzen die Funktioneinheiten des Knochens, die Osteone, einen Zentralkanal. In der Seitenansicht des Modells ist gut zu erkennen, dass sich in den Zentralkanälen, jeweils Zentralarterien, auch Haverskanäle genannt, befinden. Verbunden werden diese vertikal verlaufenden Zentralarterien durch die sogenannte Perforationsarterie. Sie verlaufen horizontal und werden auch als Perforations- oder Volkmann-Kanäle bezeichnet. Anhand dieses Modells konnte ein kleiner Einblick in den Aufbau eines Röhrenknochens gegeben werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.